So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Hört Gold. Kurt hat uns gebeten, ihm zu helfen, gegen Team Rocket anzutreten, denn die haben alle lieben Phlegmons in dem Brunnen eingesperrt und jetzt verkaufen sie die Schwänze von denen. Oder sagt man Schwänze? Ja, egal. Da können wir ihm natürlich nicht abschlagen. Die Hilfe können wir ihm nicht abschlagen, klar. Deswegen helfen wir ihm natürlich, aber vorher müssen wir unsere Pokémon heilen. Ja, ganz gechillt geben wir unsere Pokémon ab und lassen die heilen. So, unsere Pokémon sind wieder topfit. Und ich habe im letzten Part vergessen, mit den lieben Leuten hier zu reden. Das Pokémon-Lagerungssystem, das Bill erfunden hat, erlaubt es dir, bis zu 30 Pokémon in einer Box zu lagern. Cool. Sag mal, kennt eines deiner Pokémon vielleicht irgendwelche Geheimattacken? Pokémon, die kampfunfähig sind, sollen angeblich Kräfte freisetzen, mit denen sie Geheimattacken einsetzen können. Nö, kenn keine Geheimattacke. Weißt du, was Aprikokos sind? Wenn man von diesen Früchten in der Mitte halbiert und das Fruchtfleisch entfernt, kann die hohle Schale ein spezielles Gerät einsetzen und es wiederum ermöglicht es dir, damit Pokémon zu fangen. Ja, die Erfindung des Pokéballs haben die Leute immer mit Aprikokos benutzt. Wenn sie bla, ja, das wussten wir doch schon. Ja, gut. Ich wechsle erstmal wieder das Pokémon, denn Pepper ist schon auf Level... Sugar hat Level 16 und Pepper hat Level 17. Ich glaube, Pepper entwickelt sich auf Level 18, deswegen bleibe ich noch ein bisschen bei Pepper. Jetzt ist der Weg zum Phlegmon-Brunnen frei. Und jetzt werde ich natürlich da runtergehen. Phlegmon-Brunnen. Da ist auch Kurt. Oh, du bist Maru. Die Wache oben hat sofort das Weite gesucht, als ich sie zusammengeschrien habe. Aber ich bin in den Brunnen gefallen und habe mir die Hüfte geprellt. Tja, jetzt sitze ich hier fest. Verflixt. Wenn ich nur laufen könnte, würden diese Typen mit meinen Pokémon zu Kleinholz verarbeiten. Aber es nützt nichts. Maru, du wirst ihnen an meiner Stelle zeigen müssen, was ein wahrer Trainer ist. Ja, okay, mach ich. So, da ist auch schon der erste. Verflixt. Ich habe oben Wache gehalten und dann kam dieser halbwahnsinnige Opa. Urplötzlich gibt es einen Schrei und er springt einfach in den Brunnenschacht. Egal, dann reagiere ich meinen Frust eben an dir ab. Ja, da habe ich aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Eine Herausforderung von Rocket Rüpel. Ratzfratz wird von Rocket Rüpel in den Kampf geschickt. Ja, da setze ich doch einfach mal die Aquaknarre ein. Ja, das sieht doch schon mal gut. Damage rein. Dann... Ach, ich hasse Ruckzuckhieb. Das ist voll unfair. Ja, dann halt ein Kratzer. Das war's für dich, Ratzfratz. Seegesang. Finde ich toll. Ja, und schon haben wir Level 18. So, er setzt nochmal einen Ratzfratz ein. Ich kämpfe natürlich weiter. Ja, und dann nochmal eine Aquaknarre, weil es so schön war. Ja, und wie gesagt, ich mag Ruckzuckhieb nicht. Ah, so soll das natürlich sein. Ein One-Hit. So, Spieler besiegt Rocket Rüpel. Ja, er sagt gerade, heute ist nicht sein Tag. Tja. Hey, aber mein Tag ist es, denn Pepper entwickelt sich. Glückwunsch, dein Pepper wurde zu Tyrakrok. Ja, aber heißt immer noch Pepper. So,
Jetzt kann ich aber mein Pepper von Position 1 entfernen und es mit Sugar tauschen. Och, Mann. Immer diese wilden Pokémon. Ich finde sie echt blöd. So, Flucht. So, dann gibt's hier noch ein Item. Einen Supertrank. Nicht, dass wir ihn nötig hätten, aber wir nehmen ihn natürlich gerne mit. Wenn wir hier gegen diese Ische kämpfen. Wir sollen aufhören, den Phlegmon ihre Routen zu stehlen? Was? Sollen wir etwa einen Befehl von Lance, unserem Vorstand, ignorieren? Um das zu erreichen, musst du uns schon alle besiegen. Jeden einzelnen von uns. Okay. Wenn sonst nichts ist, eine Hotpen-Tussi. Hat ein Zubat, Level 9. Ja, auch die sollte eigentlich kein Problem sein. Ich setze einfach mal einen Donnerschock ein. Wunderbärchen. Ein Rettern wird als nächstes eingesetzt. Ich kämpfe natürlich weiter. Aber gegen dieses Rettern werde ich als erstes Donnerwelle einsetzen. Ja. Es setzt Wickel ein. Das ist doof. Ja, dann eben Donnerschock. Ah, Leute, wirklich, wenn ihr mein... Ah, ich hasse es! Wenn ihr mein Pokémon Feuerrot Let's Play gesehen habt, dann wisst ihr, wie sehr ich Giftstachel hasse. Das ist wirklich die Attacke, die ich echt über alles hasse. Und die ganz große Scheiße ist, ich habe kein Gegengift dabei. Das ist echt kacke. Hier gibt es irgendwo noch ein verstecktes Item. Ein Supertrank. Ach du Kacke, ey. Ja gut, das muss auch so gehen. Ja, sie sagt, oder der sagt das gleiche wie das Mädchen. Ich weiß nicht, ob es ein... Na, es ist ein Er. Ja, also mich kotzt das jetzt schon ein bisschen an mit dem, dass mein Sugar vergiftet ist. Aber da muss durch. Da muss es durch. Er setzt Zubat ein, da kämpfe ich weiter. Denn ich habe schon eine Idee, wie ich das lösen kann. Ohne nochmal zurück ins Pokémon Center zu laufen. Ja. Aber nur, wenn ich das nächste Pokémon jetzt one-hitte. Und dadurch, dass es ein Flug-Pokémon ist, stehen meine Chancen gar nicht mal so schlecht. Donnerschock. Wunderbar. Und jetzt hoffen wir, dass das Gift nicht zu viel abzieht. Ah, gar nichts mehr. Gut. Gut, gut, gut. Denn... Ja, wilder Pokémon-Kampf. Ich flüchte natürlich. Flucht. Ach, wie viel... Leute, wie viele wilde Pokémon gibt es denn hier bitte? Ich will euch doch nur zeigen, was ich gemeint habe. Sugar übersteht die Vergiftung. Das Gift löst sich auf. Denn wenn ein Pokémon frei ist und nicht im Pokéball sitzt, dann tut das Gift sich auflösen, wenn Sugar ein
Seht ihr das? Ein KP hat es noch. Achso, das seht ihr gar nicht. Weil das der zweite Bildschirm ist. Ein KP hat es noch. Und deswegen löst sich dann die Vergiftung aus. Darauf habe ich spekuliert. Und jetzt setze ich einfach mal einen Supertrank ein. Und jetzt ist es wieder komplett geheilt. Und so sollte der Kampf gegen diesen Vorstand Lance kein Problem werden. Ja, kleine Lernstunde mit Maru. So. Hier. Lance, willst du von mir beide Team Rocket... Was willst du von mir? Bei Team Rocket fürchtet man mich als ganz besonders grausamer Trainer. Ich werde nicht zulassen, dass du uns bei unserer Arbeit in die Quere kommst. Nur um dich darauf hinzuweisen, Lance. Ich bin dir schon in die Quere gekommen. Eine Herausforderung von... Vorstand Lance. Ja, so wirklich tolle Pokémon hat er auch nicht wirklich. Mit Donnerschock sollte er ganz leicht zu besiegen sein. Ja, das ist nämlich sehr effektiv. Und schon hat unser Sugar Level 17 erreicht. Vorstand setzt als nächstes Smogon ein. Da kämpfe ich trotzdem weiter. Denn vor diesen Smoggern habe ich auch nicht wirklich Angst. Ich setze als erstes mal eine Donnerwelle drauf. Oh, Giftwolke ging zum Glück daneben. Ja, irgendwie hat es noch nie was gebracht, dass ich meinen Gegner paralysiert habe. Hat bis jetzt sonst trotzdem immer getroffen. Ja gut, aber erst mit dieser mit diesem Donnerschock sollte es auch erledigt sein. Ja, dem ist auch so. Wunderbar, ich habe Vorstand Lance besiegt. Ja, er ist natürlich total Depri und wird zum Emo. Hehe. Ja, es stimmt, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit still und leise im Untergrund fortgesetzt. Du kannst uns vielleicht das Leben schwer machen, aber aufhalten wirst du uns niemals. Alles, was du tun kannst, ist in Schrecken auf das zu warten, was wir weiter im Schilde führen. Oh, Team Rocket ist so gemein. Gute Arbeit, Maru. Die Typen von Team Rocket haben Reis ausgenommen. Was ist das? Kann mir das jemand sagen, was Reis aus ist? Meine Hüfte geht es auch wieder besser. Lass uns gehen. Klar, wir machen die Drecksarbeit und auf einmal ist der behinderte Invalide wieder geheilt oder was? Hallo Maru, das war wirklich eine Glanzleistung. Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Aber vor 3 Jahren hat ein Junge namens Rot Team Rocket zerschlagen. Aber jetzt scheinen diese Widerlinge ein Comeback auf die Beine zu stellen. Das verheißt nicht Gutes. Aber vergessen wir das fürs erste Mal. Du gefällst mir, Maru. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anfertigen zu dürfen. Hier, mehr habe ich leider gerade nicht. Aber ich hoffe, das hilft dir weiter. Einen Turboball erhalten. Maru verstaut Turboball in der Pokéballtasche. Oh, wie ich sehe, hast du ein paar Aprikokos mitgebracht. Na schön, dann mache ich mich mal ans Verarbeiten. So, und hier kann man ihm dann Aprikokos abgeben. Ich gebe ihm jetzt einfach mal 2 schwarze Aprikokos. Ich brauche einen ganzen Tag, um Aprikokos zu verarbeiten. Komm also am besten morgen wieder. Ich habe eine Idee. Willst du vielleicht die Telefonnummer von meinem Großvater? Natürlich, nichts lieber als das. Maru hat Kurznummer in dem Pokécom registriert. Ja. Wunderbar. So. Alles ist wieder glatt. Und endlich können wir auch hier in die Arena rein, denn die war vorhin zu. Erstmal gehe ich aber meine Pokémon heilen. So, ja, hallo. Willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Ja. Dann mach das mal.
genial. Ich finde die Musik einfach toll in Pokémon. Es gibt so ein paar Spiele, wie bei meinem Harvest Moon Let's Play ist es mir aufgefallen, dass da die Musik echt nach einer Weile richtig auf den Sack geht. Und das Problem habe ich jetzt bei Pokémon gar nicht, muss ich sagen. Ja. Gut, okay. Wir sind hier in der Arena von Aziala City, Leiter Kai. Aber die zeige ich euch dann im nächsten Part. Bis dahin, auf Wiedersehen!